herzlich willkommen aus der Gondel. Wir haben ganz besondere Gäste heute da. Nett, charmant, zwei Damen, die Annegret und die Nadja. Nur der Unterschied von allen anderen 105 Gondler, die wir bereits gedreht haben mit dem Alex, ist, ich habe es eh schon gesagt, es wird mit Gebärdensprache gesprochen. Und wir werden jetzt versuchen, oder ich würde es versuchen, wie üblich, irgendwie ein kleines Gespräch auf zum Griefen und ein bisschen Einblick ins Leben von der Nadja zu erhalten. Wie es ihr denn so geht als Gehörlose in dieser lauten Welt? Herzlichen Dank fürs Kommen, liebe Nadja. Sehr schön, dass du dich bereit erklärt hast. Mhm. Nadja, wann wusste man bei dir, dass du gehörlos bist? Also gleich nach der Geburt, da war es noch nicht so klar, als ich 2 Jahre alt wurde, merkten sie, ich bin immer noch so still und rede nicht. Und dann hat man mich untersucht, weil meine Schwester, die ist auch gehörlos und die ist älter als ich. Und da hat man es erst erwischt und bei mir hat man dann das auch entdeckt, dass ich auch gehörlos bin. Und wie ging dann die Behandlung weiter? Wie hat man das dann gemacht? Als so ganz klein kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, was da wirklich gelaufen ist. Mhm. Ich habe gerade gemerkt, ich darf im Dialekt so gerne reden, weil unsere Gebärdensprachdolmetscherin kann meinen Dialekt so gerne übersetzen. Da muss ich so lachen, Nadja. Als du denn, Nadja, später jugendlich warst oder so, dann wurde es ja eigentlich schwierig. Ich meine, als junges Mädchen, Pubertätscheißzeit eigentlich und so, wie kam man mit den Schulkolleginnen und Kollegen oder wie war das zu der Zeit? Ich war in einer gehörlosen Schule und da gab es natürlich lauter gehörlose Freunde, mit denen ich groß geworden bin. Und erst als ich in die Arbeitswelt kam, ging es in die hörende Welt und da war es schwierig. Weil ich war gewohnt, mit gehörlosen Kollegen zusammen zu sein und dann in die hörende Welt war ein Unterschied. Und das war dann schon anders. Wie anders? Was hat es da für Probleme gegeben? Die Kommunikationsprobleme waren das Hauptproblem. Mhm. Verstehe ich ihn, den Gegenüber, oder versteht der mich? Das war herausfordernd. Was war das für eine... Und das war ein Prozess, da reinzukommen. Was war das? Was hast du geschafft, Arbeit? Ich habe am Anfang im Büro gearbeitet. Aha, am Anfang und jetzt? Mhm. Ich habe jetzt was anderes. In der Verpackung bin ich momentan. Kannst du, liebe Nadja, uns irgendwie beschreiben, wie das ist, gehörlos zu sein in der heutigen Welt? Wie fühlst du? Was fühlst du? Also in der gehörlosen Welt, dann geht es uns sehr gut. Das ist eine herzliche Situation. Das fühlen wir uns wohl auch. Da muss man nicht mit der Stimme reden. Da gebärden wir alle. Da geht es mir gut. Der Umgang ist fein. Da geht es mir gut. Mhm. Auch selbst wenn ich in ein anderes Land reise mit anderen Gehörlosen, habe ich kein Problem. Man kommt sehr schnell auch mit anderen Gebärdensprachlern ins Gespräch. Wenn du sagst Gebärdensprache, andere Länder, bitte entschuldige die dumme Frage, aber spricht man in Englisch anders die Gebärde als wie in Deutsch? Ja, die sind alle sehr unterschiedlich, die Gebärdensprachen. Was kann man da jetzt zum Beispiel als Beispiel, ja, von einer Gebärde? Ja, ein Beispiel wo? Oder ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden. Achso, entschuldige. Irgendein Wort in Englisch und ein Wort in Deutsch. Der Unterschied, wie man das gebärdet. Ja, die Länder haben ihre eigenen Variationen. Beispiel? Ich liebe dich oder I love you. Ja, hier sage ich, ich liebe dich. Andere Länder, da kenne ich mich leider nicht aus. Da gibt es noch die Zeichen, heißt auch I love you, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht nutzen die das. Okay. Ist das ein internationales Zeichen? Ja, das ist international. Das ist das I und das L und das Y aus dem Fingeralphabet, was wir haben. Und dadurch zeige ich mein I love you dann. Ne? Mhm. Das ist das I, das ist das L und das Y und dann gibt es zusammen dieses I love you. Mhm. Oder auch BWC, das ist ein B und ein C in einem verpackt. Sehr gut. Erzählst du mir nochmal das Landeszentrum für Gehörlose. Hörgeschädigte. Vielen herzlichen Dank, Annegret. Kannst,
Kannst du mir irgendetwas erzählen über dieses Gehörlosenzentrum von uns in Vorarlberg? Also ich bin nicht viel dort. Wo bist du? Also ich bin selbstständig. Ich mache meine Sachen eigentlich alleine. Es gibt ganz wenig Sachen, wo ich mal mir da Hilfe hole. Ganz wenig. Aber du hast gesagt, Hilfe holen kann man sich beim Landes... Zum Beispiel ist was ganz, ganz Schwieriges. Ich habe vielleicht einen Text, den ich nicht ganz verstehe, oder ich muss mal einen Telefonanruf machen, den ich nicht machen kann. Dann hole ich mir da mal jemanden, der mir da unterstützt. Aber ganz selten. Dann frage ich mal dort. Aber das mache ich so allein. Wie lernt man eigentlich schreiben, wenn man die Buchstaben nicht hören kann? Wenn man jetzt ein L sagt oder ein M oder so. Wie lernt man das? Das war Training, 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 Training. Mit den Augen schauen, wie man das richtig macht. Und den Mund absehen, üben. Also das war... Und immer wieder schreiben und das Folgen. Es war sehr, sehr viel. Kannst du Lippen lesen? Ja. Kommt drauf an, wie der Mund aussieht. Hat ein großes Mundbild, ein kleines Mundbild. Ist das zu klein, dann bitte ich das, den anderen aufzuschreiben. Haben ja großes Mundbild. Weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nicht direkt sagen. Weil wir es erstmal treffen, dann ist es sowieso schwierig. Wenn ich uns dich regelmäßig treffen würde, dann gewöhne ich mich an ein Mundbild, dann wird es immer leichter. Ich darf kurz zu Annegret kommen jetzt. Ein kurzes Gespräch noch. Annegret, ja. Du machst das da im Synchron und so schnell. Wann hat da dein Werdegang angefangen eigentlich? Schon lange Zeit, 1981 habe ich Gehörlos in Köln gesehen. Da waren die Deaf Olympics da. Ja. Ich hatte aber vorher keine Ahnung. Aber es waren Massen Gehörlose im Stadtzentrum dort. Und ich habe das gesehen und bin dann irgendwann heim, hat gesagt, Mama, jetzt weiß ich, was ich für eine Ausbildung machen möchte. Ich werde Lehrerin für Gehörlose. Und hat vorher keine Ahnung. Bin rein und habe Schritt für Schritt Gebärdensprache gelernt. Das, was du jetzt siehst, hast du logischerweise gleich mitgemacht, dass sie das so versteht, oder? Wie lange braucht man so etwas, dass man so etwas kann, so schnell und so gut? Viele Jahre. Heute studiert man das, entweder in Graz auf der Universität, ich glaube 6 Jahre. Und da in Linz gibt es ein Gesto, eine Ausbildungsstelle, und da kann man die Sprache auch lernen und kann Dolmetscherausbildung machen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch in der Gondel. Ich darf dir hier von den Vorarlberger Kraftwerken noch ein Spiel überreichen und 2 Sparlampen, damit immer das Licht leuchtet. Das brauche ich, gut. Das Licht leuchtet in der Wohnung und im Kopf. Ich wünsche alles Gute und toi, toi, toi. Und vielen Dank, liebe Annegret, für dieses ganz besondere Gespräch aus der Gondel. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke, ciao.